Es gibt immer wieder die Diskussion äh, wegen Kennzeichen für Räder, gerade auch für Leihräder, weil diese anonym sind. Was halten Sie von der Idee? Ist eine alte Forderung der Wiener FPÖ. Und wir werden auch schauen, dass wir jetzt in den Regierungsverhandlungen in der STVO die Voraussetzungen schaffen, dass die einzelnen Bundesländer, vor allem die Städte, hier Verordnungen und Gesetze einführen können, dass Fahrräder endlich gekennzeichnet werden. Und vor allem auch deswegen, weil Wien setzt ja sehr viel jetzt, zumindest die Grünen, auf die Lastenfahrräder. Und wenn dann in allen möglichen Größen, auf viel zu schmalen Radwegen, in ein paar Jahren ein paar hundert oder vielleicht ein paar tausend Lastenfahrräder um Und, und dann kann natürlich viel passieren und es wird auch viel passieren, aber man kann es einfach nicht dingfest machen. Der fährt weg und man kann genau sagen, ja, das war ein Lastenfahrrad und da ist ein Mann oder eine Frau umgesessen. Aber es kann nicht sein, dass der Radverkehr quasi forciert wird. Und das Waren transportiert werden auf Wienstraßen, auf Wiens Radwegen. Aber diese Leute einfach keine Kennzeichen haben, nicht erkennbar sind, wenn Unfälle passieren und auch keine Steuerleistungen bringen. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, in den Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene wollen Sie erreichen, dass die Städte, vor allem voran natürlich Wien, für das Sie sprechen, Fahrradkennzeichen einführen dürfen? man muss in der stvo einmal in der bundesweiten stvo die voraussetzungen schaffen dass sich die einzelnen bundesländer dann gedanken darüber machen können. wir wollen das auf jeden fall in den koalitionsverhandlungen zur sprache bringen weil es eine langjährige forderung von uns ist und ich glaube das ist nur billig und recht und ich sehe nicht ein warum ein radfahrer anonym und unterwegs sein äh, kann und das weiter auch soll, wenn es nach Rot-Grün in Wien geht. Und die Autofahrer, Motorradlenker, Rollerfahrer zahlen natürlich alle Steuern und sind auch erkennbar bei Unfällen. Und das heißt, es sollte auch eine Haftpflicht, Haftpflichtversicherung geben für Fahrradfahrer? Das auf jeden Fall eine Pflichtversicherung, weil sehr viele Fahrradfahrer, wenn sie keine Haushaltsversicherung haben, sind einfach nicht Haftpflichtversichert. Und wenn es dann einen Personen- oder Sachschaden gibt, dann bleibt derjenige über, der den Schaden hat, weil der andere einfach nicht versichert ist, das geht nicht.